In der neuen Versandhalle von Phoenix Outdoor bei Ludwigslust trafen sich am 17. Oktober Vertreter aus der Wirtschaft und Politik zum Herbsttreff der IHK zu Schwerin. Phoenix Outdoor ist ein großer Onlinehandel. Das aus Schweden stammende Unternehmen bietet jegliche Ausrüstung. Egal ob für Herbstwanderungen, Sommercamping oder Bergtouren. Die im August 2018 eröffnete Lagerhalle in Ludwigslust ist nun das neue internationale Zentrum des Versandes. Die gute Lage an der A14 und die zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze in der Region um Ludwigslust bieten beste Voraussetzungen. Von den Kapazitäten ist es so, dass wir im Moment noch in der Startphase sind. Das heißt, wir liefern im Moment so um die 20.000, 25.000 Teile am Tag aus. Ziel ist es, mit der bestehenden Abwicklung das in Richtung 40.000, 50.000 Teile mit der bestehenden Abwicklung zu entwickeln und mit den weiteren Anbauhallen die Kapazität noch mal mehr als zu verdoppeln. Der Bürgermeister Reinhard Mach betonte die äußerst attraktiven Standortfaktoren rund um die Stadt Ludwigslust. Gerade aber dieser wirtschaftliche Leckerbissen sorgt immer wieder für kontroverse Diskussionen. Der Wald neben dem Gewerbegebiet soll für noch mehr Gewerbefläche abgeholzt und der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Trotz starker Proteste aus der Bevölkerung laufen die Gespräche für die Umsetzung weiter. Es ist so, wir sagen zu jedem Unternehmer, dass wir hier eben aufgrund der, sag ich mal, 5 Hektar aber angrenzender Potenzialflächen die Möglichkeit haben, über vorhabenbezogene B-Pläne außerhalb des Plangeltungsbereiches Unternehmen anzusiedeln. Das ist auch da. Wir haben ja auch hier Privatgrundstücke, die auf dem Markt sind und die können auch dementsprechend erschlossen werden. Trotz des gefragten Gewerbestandortes bei Ludwigslust muss mit einer Abschwächung der Konjunktur gerechnet werden. Vermehrt zeigen Unternehmen aus Westmecklenburg keine Investitionsabsichten. Auch im Außenhandel besteht aufgrund politischer Unruhen Unsicherheit. Wie lange kann das jetzige Wirtschaftswachstum noch gehalten werden? Dieses hohe Niveau werden wir in der Zukunft sicherlich so nicht mehr halten können. Und da müssen wir eben schauen, dass wir gegenwirken, also gerade im Bereich auch des Exportes. Ich denke da an die Verunsicherungen im Rahmen des Brexit, an die Verunsicherungen im transatlantischen Verhältnis, aber auch zwischen den USA und China. Das wird auch Auswirkungen auf Westmecklenburg, auf Mecklenburg-Vorpommern haben und dem müssen wir entgegnen. Mit der Ansiedlung von Phoenix Outdoor soll nun ein Gegenpol zu dieser Entwicklung entstehen. So sollen bereits im nächsten Jahr 50 neue Mitarbeiter für den Standort Ludwigslust eingestellt werden. Somit ist abzuwarten, was die Zukunft bringt. Für den Wald und für die Wirtschaft.